So. Na, verdammt, da muss ich noch lang. Nein! Ich wollte gerade mein Soulbody aktivieren. Jetzt habe ich auch leider keins mehr. Aber jetzt gerade erst kam das Hurry-Up. Ich habe es genau gesehen. Und da haben wir unsere Kapsel. Nice. So, I'm giving you a new head module X. This module will improve your special weapons abilities. It should reduce your special weapon energy requirements to near zero. You may now use your special weapons as often as you... What? Kritisastus, danke für 13 Monate Treue. Ja, Near Zero. Es ist schon ziemlich broken, ja. Welp. Ich sag mal dazu, RIP Rematches. Falls die überhaupt gibt. Weiß ich gerade gar nicht mehr, ob es sowas gab. Schön, dass Soulbody schon auf Null ist. Jetzt nicht mehr. How to break one game with the simple trick. Und jetzt wieder zurück zum ersten Abschnitt. Okay. Dann probiere ich jetzt auch den ersten Abschnitt auf 100%, nicht auf 100, auf S-Rang. So, machen wir doch unseren Soulbody doch einfach jetzt einfach ein paar Mal. No! Und dann greift der mich da oben natürlich, wo mein Soulbody nicht wirkt. Zählt das noch? Yes. Ach, guck mal. Das Ding hat sogar wirklich 3 Secrets dann. Krass. Okay. So, dann... Achso, das war wahrscheinlich der Ausgleich dafür, dass der nur 1 hatte. Hatte der jetzt 3 gehabt. So, dann Air Force. Mal gucken, wo hier das Secret... Erstmal, ich suche wie immer erstmal wieder selbst. Oder sag mir zumindest, wenn ich einen Abschnitt durchgelaufen bin, ob ich in dem Abschnitt, den ich gerade einfach durchgelaufen bin, was verpasst habe. Damit ich nicht das ganze Level irgendwie mehr oder weniger umsonst mache. Wobei, Moment. Hier habe ich mal jetzt eine Idee. Ich nehme den Roboter mal nicht mit und gehe einfach mal den Weg oben. Einfach um zu gucken, was da oben erstmal ist. So, was ist hier? Einfach nur Energie. Never mind, then. Ich vermute immer noch, dass ich den einfach recht weit mitnehmen muss. Wait, da ist es doch! Okay, I saw my secret. Moment, dann machen wir es einfach mal so. Ich nehme mal ein Stückchen mit und weiß dann ungefähr, wo ich ihn dann weglasse. Da war es. Ja, das trifft es ausgezeichnet. Da war es. Nicht zu schnell gleich. So, dann lassen wir dich hier kurz zurück. Nehmen es mit und hauen wieder ab. Der hat mein Secret kaputt gemacht, ja.
Oh, da kann ich unendlich lange fliegen. Das ist praktisch. Oh Gott, runter. Oh nice. Das Ding hat die noch kaputt gemacht. So, schnell rausspringen, damit mein Roboter nicht kaputt geht. Nope, geh weg. So. Geh weg! Geh weg! Schnell rausspringen. Und letztes Mal ist mir auch ungefähr hier kaputt gegangen. So, jetzt dash ich mal nicht direkt durch. Vielleicht öffnet sich ja irgendwie was, wenn ich da lang genug warte. Wenn der mir meinen Boden kaputt macht. Die Sache ist, komme ich da überhaupt jetzt noch rüber? Ja, so gerade so. Also ich würde sagen, in dem Abschnitt habe ich das Herz. Ist der Weapon Tank nicht nutzlos, wenn man dieses Zero Upgrade hat? Ja, das stimmt. Aber hey, wenigstens haben wir den vollen Weapon Tank, den wir nicht mehr brauchen werden. Ach ja, die Laser. Ich denke mal, ich brauche nur noch die Armor Upgrades. Ich mal gucke. Ich glaube, Herzen habe ich auch voll. Das war, glaube ich, das letzte Herz. So, da irgendwie nach oben. Ohne zu sterben. Oder da muss ich von oben runterfallen. Stimmt, das Lightning Web. Na, vielleicht ein bisschen weiter hier. Da ist unsere Kapsel. Uff. Uff. Uff, sage ich dazu nur. Uff. Nein, man kann nicht nach oben dashen. Oh! Ich habe den Checkpoint hier aktiviert, weil ich ein bisschen zu weit nach rechts gegangen bin. Nice. Nur die Harten kommen in den Garten, ja. Danke, Dr. Light. Danke für nichts. Aber ich denke mal, ich mache es schon mal so richtig, wie ich es versuche. So, einmal kurz hier rüber und wieder zurück. Hm. Da oben ist sogar noch ein geheimes Upgrade. Was spielt, sagt mir das aber nicht. Was ist, wenn ich nach rechts springe? Vielleicht funktioniert das. Gleich trollt er mich mit einem Update, mit einem Upgrade, was mich gegen Stacheln immun macht. Das reicht nicht ganz aus. Wenigstens ist der Weg nicht weit hierhin. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich mache das nicht richtig. Aber ich wüsste nicht. Zweimal an dem Netz jumpen. Huh. Probieren wir es mal aus. Ah, dafür steht es nicht lang genug.
Ich wollte versuchen, das Ding zu schießen und sofort zu springen, aber... Schauen wir mal. Kannst du in der Luft noch ein zweites? Die Sache ist, dass die Dinger sind ja immer eine bestimmte Entfernung. Das heißt, egal wo ich es schieße... Wobei? Nein, ich kann die nicht vorher schon. Geht der dann auch noch weiter in die Wand rein? Jetzt muss ich mal kurz was ausprobieren. Ja, der geht in die Wand rein. Das heißt, ich kann halt quasi einfach nur da mein Netz machen. Kann ich dem quasi direkt hinterher fliegen? Nee. Oh, ich habe meinen Checkpoint nicht aktiviert. Ups. Es kann aber auch nur ein Netz draußen sein, ja. Was ich allerhöchstens versuchen kann, ist wirklich mit gutem Timing versuchen, zweimal auf das gleiche Netz zu springen. Ob das vielleicht gilt. Aber das ist, glaube ich, wahrscheinlich ein sehr enges Zeitfenster. So. Nein. Oh, safe. Na... Ich kann Spider-Man anrufen. Das Ding ist pixel-perfect. Ja, nice. So relativ weit oben und... Nice! Genau so. You can charge up to 4 blasts at a time with this arm module. It takes a while to charge. But you can fire a charged shot at any time you so wish with it. This arm module is also changeable. Enter this capsule to change parts. Okay. Bitte geh weiter nach links. Okay. With this arm part you can fire the plasma shot. Which is effective against stronger enemies. The shot hits the opponent, plasma generates with, of course, additional damage to the enemy. It's changeable. Was habe ich denn jetzt? Kann ich. Ach so! Und ich kann die dann abschießen, wann immer ich möchte. Und ich kann auch die Sachen jetzt aufladen. Ah! Oh! Und das verbraucht dann doch Waffenenergie. Okay. Okay, das sah interessant aus. Was mache ich hier jetzt? Das waren Shoryuken, oder? Laser Light Show. So, jetzt ist die Sache. Was mache ich hier jetzt? Peng, peng. Kann ich mit der dann immer noch aufladen? Ah, ja. Ich würde aber schon sagen, ich kann den Charge-Shot jederzeit wechseln. Kann ich ihn jetzt quasi im Menü dann einfach wechseln? Oder muss ich immer in diese Stage? Ich muss herkommen. Ich würde jetzt aber behaupten, da das Ding hier schon richtig fett mega hart aussieht, ist das Ding, um Wände zu zerstören. Habe ich damit recht? Zu der Kapsel. Ich muss schon sagen, das sieht schon dezent geiler aus als das erste Ding. Nein, ich will nicht.
Let me go! Pack deine Kapsel sonst wo ein. Beide können Wände zerstören. Okay. Aber das sieht schon ein bisschen geiler aus. Oh, stimmt ja, der Laser. Naja, ich gehe. Tschüss. Und damit haben wir alle Herzen. So. Dann gucken wir doch, ob wir hier im Vulcano damit jetzt durchkommen. Ich habe meinen E-Tank noch nicht voll. Ach ja, stimmt, ich habe den zweiten jetzt. Den muss ich jetzt aufladen. Every time. Every time you hit, I get this feeling. Oder so. Oh! Das sieht nice aus. Ich mag diesen Plasmaschuss. Den gebe ich nicht mehr her. Okay, damit kann ich auch Feuerbälle vernichten. So. RIP. Einfach nur unendlich mal RIP. Mit diesem Schuss. Weil sie muss nur einmal draufhalten und der Gegner ist einfach danach einfach pulverisiert. Nee, plasmarisiert. So. Ich fühle mich betrogen. Okay. Lassen wir mal ein bisschen Eis regnen. Nein. Shuriken? Nein. Nein. Das war die letzte Waffe gewesen, ne? Equipped with this new body module X. This body part absorbs damage inflicted by enemies and will gradually accumulate within. When it's filled to capacity with energy, you can execute the invincible Nova Strike! However, a single use will consume all your energy stores, so use it only to pull through the tight situations. So, die vierte Rüstung. Wir sind full. Dann kann ich jetzt auch wieder gehen. Fehlt mir jetzt eigentlich irgendetwas noch? Ich habe alles, oder? Das heißt, in der Stage ist auch dann gar nichts mehr, oder? Nichts, was kein Cheat ist. Okay. Dann würde ich sagen, genehmige ich mir jetzt ein bisschen Wasser. Ja, hab alle Herzcontainer. Und gehen zum Spaceport. Ja, ich habe alle Herzcontainer. Ich glaube, das sieht man vor allem ganz gut daran, dass meine Leiste genauso hoch ist wie meine Waffenleiste.
Oh, nice. Leben. Oh. Habe ich das noch rausgeholt? Ich kann einfach durchschießen dann? Boah, kann ich. Das sah witzig aus. Aua. Dieses Plasma-Zeug ist schon... Wie auch immer ich das noch überlebt habe. Schon ziemlich nice. Moment. Geh mal weg. Oh, falscher Knopf. So. Bin da mal gespannt, wie das gleich mit Schaden gegen Bossen aussieht. Mit diesem... Mit meinem Plasma-Schuss. Die schmeißen mir auch alles gerade entgegen, ne? So, und hoch. Kann ich auf diese Dinge überhaupt draufstehen? Oh ja. Irgendwie, die Dinger machen mir Schaden. Deswegen habe ich versucht, die so gut es geht zu umlaufen. Aber die machen mir gar keinen Schaden. Ich kann einfach drauf rumlaufen, wie ich möchte. So. Colonel, step back. I'll stop anyone who tries to interfere with our independence. Enough of this. It's only an illusion. Your hunter will never be able to understand us. Get ready, X. Show me what you've got. Okay. Kannst du was Neues? Huzzah! Oh, du machst nochmal. Oh, du machst was Neues. Ich sollte vielleicht auch mal wieder ausweichen lernen. So, jetzt gehst du wieder in die Mitte und schießt deinen Blitzer. Achso, ja. Bin ja noch am Boden. So. Das Durchdashen funktioniert. So. Und wieder die Blitze. Ja, der ist